Willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün. So, mir ist gerade eingefallen, dass ich ja noch ein Karpador haben wollte. Und mir ist auch wieder eingefallen, wo ich es kaufen kann. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir müssen doch mal zurück. Sonst haben wir nämlich keine Chance, es zu bekommen. Damit ihr euch das nicht antun müsst, drücke ich euch so lange auf Pause. Unterwegs im Mondberg habe ich einen Pipi getroffen und ich habe beschlossen, dass ich es fangen werde. Einmal für den Pokédex und andererseits ist es sehr anstrengend, merke ich gerade. Schon der dritte Pokéball, den ich hier verschwende. Sehr gut. Ja, also das ist jetzt echt schwere Entscheidung. Ich würde mal sagen, nennen wir es die Sakura. Oder was meint ihr? Ist doch gut. Okay, ich stelle euch wieder auf Pause. So, wir sind also wieder am Anfang vom Mondberg. Beim Pokémon Center. Zuerst mal meine Pokémon heilen. Das heißt, wir werden in diesem Part gleich zwei neue Pokémon haben im Team. Einmal Sakura und einmal... hallo, möchtest du ein Geschäft machen? Ich gebe dir ein exzellentes Karpador für läppische 500 Pokédollar. Interessiert? Jo. Wucherpreise für ein Karpador. Möchtest du Karpador einen Spitznamen geben? Yep. Okay, the Let's Play Markus. War ja schließlich auch er, der das Karpador. Naja, okay. Lassen wir das. Jedenfalls ist Karpador unser Teammitglied vom Typ Wasser. Pipi habe ich auch unterwegs ein Level abgegeben. Und jetzt latsche ich wieder den ganzen Weg zurück Richtung Azuria City, was ich euch natürlich nicht antun möchte. Ich zeige es euch dann, wenn es am anderen Ende angekommen ist. Leute, das ist nicht zu fassen. Mir ist tatsächlich ein shiny Kleinstein über den Weg gelaufen. Ich krieg nicht mehr. Ey Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist mir ja noch nie passiert. Ja, natürlich das nächste Pokémon einsetzen. Nee. Eigentlich auch nicht. Oh Gott. Herr im Himmel, der du bist. Ich will dieses Pokémon. Giftpuder. Ein gelbes Kleinstein. Alter, nee. Sorry. Also, das ist echt live. Ich bin ganz total aus dem Häuschen. Also, nee. Damit hätte ich ja im Leben nicht gerechnet. Beutel? Ey, hoffentlich reichen meine Bälle aus. Alter, ey, ich bin total... Ich muss dieses Kleinstein haben. Komm schon! Ja! Wir haben ein shiny Kleinstein! Ist das geil! Und ich habe keinen Cheat oder sowas verwendet. Könnte ich gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Okay. Oh. Den nennen wir einfach Shiny. Shiny, 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 shiny. Nee. Mit Y? Shiny? Ja, okay. Lassen wir so. Ist das ein geil. Leute, das war absolut live. Und ich dachte schon, oh, schon wieder. Ja, Leute.
Das ist echt der Hammer. Ein shiny Kleinstein. Ey, ne, ist nicht wahr, wa? Geile Sache, ey. Echt geile Sache. Ein Glück bin ich nochmal zurückgelatscht. Überlegt mal, wenn ich nicht nochmal das Carpador geholt hätte, wäre ich dem Pokémon nie über den Weg gelaufen. Das ist echt der Hammer. Absoluter Burner. Das ist echt geil. Ist nicht wahr. Ist ja Hammer. Ja, Leute, ich meine, wenn man ein Shiny trifft, dann sollte man es auf jeden Fall fangen. Besonders, wenn man noch so am Anfang vom Spiel ist. Das ist ja echt der Oberbrenner. Ich glaube, da würden Let's Play Markus und Co. mich um einiges beneiden. Ich meine, klar, die haben da... Einer von denen hatte mal einen Code eingegeben und dann lief denen da ständig Shinies über den Weg. Aber ich schwöre euch, ich habe keine... Ich habe hier absolut nicht, sonst müsste das Parastar auch eins sein. Kein graues, sondern ein gelbes Kleinstein. Und die Weiterentwicklung von dem wurde dann auch gelb. Ey, meine Laune hat sich schlagartig verbessert. Ist das geil. Ja, vor Schreck laufe ich hier gleich ganz kreuz und quer. So, Ausgangsposition wieder erreicht. Wir haben ein Shiny. Ist das geil. Ich schlag von roher Gewalt. Mit zerstörerischer, verheerender Wirkung. Wenn es drauf ankommt, ist Mega-Hieb die ultimative Attacke. Du stimmst zu, oder? Also soll ein Pokémon diese Attacke erlernen? Diese Attacke kann nur einmal erlernt werden. Ist das in Ordnung? Schön. Welches Pokémon soll Mega-Hieb erlernen? Ja, machen wir mal unser Shiny, wa? Ist das Hammer. Welche Attacke vergessen wir? Heuler. Endgeil. Ey Leute, besser kann das heute gar nicht mehr werden.